Für mich liegen die Vorzüge des Mylonos von der Firma Dürr ganz klar in der Ergonomie. Wir haben ein leichtes Handstück, das sich einfach auch sehr, sehr gut führen lässt. Wir haben verschiedene Pulverkammern, die ich eben dann individuell befüllen kann. Hier haben wir auch verschiedene Pulvervarianten, zum Beispiel Periopulver oder Pulver, das eher für den supragingivalen Bereich angedacht ist. Es liegt leicht in der Hand, ist einfach auch leicht handelbar. Ich kann die Düse, den Aufsatz komplett drehen um die eigene Achse und somit auch verwinkelte und verstachtelte Stellen in der Mundhöhle super gut erreichen. Was für mich auch einen großen Vorteil hat, ist nicht nur das Wechselkammersystem. Das heißt, ich kann jetzt in dem Fall von einem supragingivalen Pulver wechseln auf die rote Kammer, in der ist jetzt ein Periopulver drin, das heißt für den subgingivalen Bereich, sondern ich kann auch gleichzeitig noch die Düse wechseln. Das würde jetzt so aussehen. Ich kann in dem Fall die für subgingivale Bereiche die Düse aufstecken. Ein weiterer Vorteil ist, ich habe hier eine Einmalspitze, die ist steril schon hier verpackt. So habe ich einen schönen Aufsatz, der relativ schmal geschnitten ist. Ich führe diesen Tipp über die Zahnfleischtasche von oben ein und habe so die Gewährleistung, dass ich den Patient auch nicht verletze. Es ist ein niedrig abrasives Pulver, das Ganze nennt sich Trehalose, ist komplett wasserlöslich. Aber für mich, wie gesagt, an vorderster Stelle ist eben, dass es minimal abrasiv ist. Das habe ich bei dem Produkt gewährleistet. Was für mich immer an vorderster Stelle steht, ist der Patientenkomfort. Natürlich brauche ich aber auch Produkte, die funktionieren. Das heißt, wenn ich Farbbelege auf den Zähnen habe, möchte der Patient die ja weghaben und dafür nicht 2 Stunden auf dem Stuhl liegen. Das heißt, das Produkt muss für mich als Behandlerin effektiv sein, für den Patienten angenehm und ohne Risiko. Mylonos vereinfacht mir meinen Workflow und deshalb ist es eine klare Unterstützung.